Ei, 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 Hisporos, grande! Ja, bei Kies und Kreis im Garten, ja, da war heute was los. All die Menschen sind geschrumpft, doch ihre Schniedel blieben groß. Ja, die Ameisen, die staunten und die Zecken waren empört, weil sie ein riesenschlaffer Ding-Dong beim Höhlenbauen stört. Ja, Kies und Kreis. Okay, Kreis, ich hab dir gesagt, ich halte es nicht für eine gute Idee, ein Katzenklo zu durchwühlen. Ich glaube nicht, dass wir da Schätze finden. Ja, komm, stech mal rein. Vielleicht finden Nein, wir schön was. Nein, mach du. Du hast dich mehr an den. Drin. Ja, aber du hast dich mehr an den Geruch von Ammoniak gewöhnt. Du sagst immer, das befreit deine Lungen. Was ist das denn? Uiuiui. Oh mein Gott. Da war ein würziges Stück drin und ein versunkener Knochen. Oh Gott. Ein Würzknochen. Nein, wir haben den Schatten verpasst, sonst hätten wir jetzt bei der Schaufel mal gucken können. Ja, das können. Sehen wir doch auch bei der Schaufel. Ich glaube, das sehen wir. Wir müssen einfach nur ein bisschen so den Boden absuchen. Aber gibt's hier nicht noch irgendwas auf der Burg? Jetzt haben wir Schatten, jetzt kann man in Ruhe wenigstens mal gucken. Ja, aber guck mal hier auf der Burg, guck mal hier oben, ist doch schon irgendwas. Wir waren noch gar nicht, warst du schon überall auf der Burg? Nee, ich habe die Burg noch nicht gesorgt. Bist jetzt schon runter im Graben, oder wie? Nee, noch oben an der Burg. Nein, ja. Weil hier ist ja noch. Kann man nicht irgendwie. Wenn man da auf dem höchsten Börchen. Da gucken unsere Videos auch. Ja, wir machen das für unsere niederländischen Freunde, okay? Guck mal, kommt man da nicht irgendwie so, dass man vielleicht da. Schöne Lüge Frikandelische und ein schöne ein paar Hühnerknödel dazu. Und das Tag ist das super gelaufen. Ja, klar. Kann man da nicht irgendwie hoch und dann vielleicht findet man da oben das super mega Schloss Secret? Na, mit der noch die rote Klatsche und dann gehen wir noch auf die Party. Schön bei Chabba, ein bisschen Hacke. Gut, gehen wir mal zur gelben Schaufel. Schön ordentlich, ein bisschen Chabba-Hacke. Chabba ist die beste Musik zu tanzen. Ey, wusstest du, dass du ein Alternativinventar hast, wenn du scrollst? Nee, hast du nicht. Doch. Defrag sortieren hab ich nur. Ja, kannst du nämlich da unten auch nochmal deinen Ey, Hammer und sowas neu. Alles. Das ist mir noch nie aufgefallen. Seit wann geht das? Ey, ich scrolle immer und dachte, ich kann Waffen wechseln. Das ist neu. Das ist neu, oder? Das ist neu. Ey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich bin fast tot und habe keine Heilung mehr. Ich bin Ameisenlöwe hier. Du bist mal fein ins Auge geschossen. Geh mal, ich bin kaputt jetzt. Kaputt. Auf Feuerball, Junge. Du bist kaputt, der Kühl. Was sagst du vom Roten, oder was? Trude, der Kühl. Du hast den Jahresmut nicht verdient. Ich hab, ja. Dann schmeiß mir mal eins ins Gesicht. Achso, schmeiße. Schön, ja, schmeiße, werde ich schon raus. Kannst nicht aufhören, ne? Du bist jetzt in deiner Holländerrolle. Kannst nicht aufhören, du. Ich meine, Geburt. Ich bin so geboren. Ich kann nichts dafür. Da ist ein Laboreingang. Ist ja ein Labor? Ein Labüff? Mit Batterie zumindest ist. Ja, aber da geht's doch irgendwo. Nee, das muss doch irgendwie mehr sein. Ist doch nicht nur. Guck mal, für was auch eine Batterie? Da muss doch irgendwas gehen. Da, aber da ist der Eingang. Aber es ist zu. Ah, nee, wir haben Zugang. Hat er gemacht. Alter! Das Popsicle-Labor. Burger Chip Sandkasten haben wir hier. I cannot bear to look upon myself any longer. I've become a monster. Inhuman, less than the insects that are my only companions now. I've become old, well before my years. A shrunken husk of a man, a walking corpse like Lurkin Shriek, doomed to the executioner's axe. Trudy was right all along, as she always is. And what remains? I'm a failure as a scientist, as a husband, and as a father. Na gut, das hat er uns ja eigentlich auch schon alles erzählt. Nein, ich meine, hier auf dem Board, auf dem Whiteboard. Ja, 1530 zeigt den Schlüssel. Dann kommst du irgendwie in den. Dann kriegst du den Schlüssel. Guck, da ist eine Katze. Haben allen gefeiert. Siehst du, da hat eine Katze reingestuhlt. Ja, sonst ist es kein echter Sandkasten. Ja, aber von wo aus? Von welcher Position? Um 15.30 Uhr. Also entweder zeigt er das hier irgendwo.
Das muss hier irgendwo funkeln. Ah, oh, diese verdammten Löwen. Hast du was? Nee. Oh my gosh. Oh Gott. Ich bin da Ameisenreste gefunden. Gefunden? Vielleicht ist es auch ganz nah an der Schaufel? Ich weiß nicht, wie hoch die Sonne dann steht. Das ist es halt. Oder vielleicht irgendwo hier oben? So beim Schirmchen? Oder ist es auf der Seite? Man sieht es wahrscheinlich ja nur im Schatten da, aber ich denke, das wird immer da sein. Also ich denke nicht, dass es nur um 15.30 Uhr da sein wird. Sondern ja. 15.30 Uhr hast du halt eine Position, wo du die beste Übersicht hast. Aber bis jetzt wieder 15.30 Uhr ist, dafür gehen ja Wochen. Von wo könnte denn die Sonne kommen dann? Weiß halt nicht, ne? Die Frage ist halt auch, wie lang zieht sich der Schatten, ja. Wie lang zieht sich der Schatten? Also aus welchem Winkel kommt das dann, ne? Wo geht denn die Sonne unter? Haben wir einen Kompass? Nee, Kompass gibt's hier nicht. Na, ja, bis man da jetzt was funkeln sieht. In dem Radius. Aber irgendwo muss er ja sein. Irgendwo muss er sein, klar. Steht denn vielleicht noch irgendwas auf dem Whiteboard? Kann man da irgendwie... Okay, das hier ist der Sandkasten. Ja, unten. Eher so in Richtung Oase. Würde ich das deuten. Weiß es nicht. Vielleicht zeigt der Rabe was an. Also irgendwie in die Richtung. Tja, wenn du zum Beispiel jetzt ein Video hättest, dann könntest du gucken, wo im Video die Position ist. Hier ist wieder einer, der schmeißt mit Leichen um sich. Aber... Weil das Funkeln ist jetzt auch nicht so markant. Das kann man schon echt schnell übersehen. Ist ja nicht so, dass das irgendwie kilometerweit blitzelt. Die Frage ist, wie Oh, hier ist was. Ja? Hier. Begrabener Schatz. Und? Oh ja! Oh ja! Da ist er! Guck ihn an! Da ist er! Jetzt müssen wir damit tauchen! Der Geschmolzene! The Molten! The Molten! The Molten Molder! Ich hab ein Molten Key! Ja, Molten Key gefunden, ne? Ich hab ein Molten Key gefunden, ich erstmal auf den Knubbel! Was geht denn da hinten für eine Lightshow? Der hat so ein Roboter-Ding auf dem Kopf halt wieder. Der ins Wasser, dann verfolgen die uns nicht. Wir müssen da hinten ins Wasser. Er hat eine Geschmolze gefunden, ne? Schöne Geschmolze gefunden. Hat nichts gesagt, einfach neue Stecke. Einfach neue Stecke und dann gucken, ob du schön gewinnen kannst. Hast du einen guten Schatz gefunden? Vielleicht Indianerschmuck drin. Ein Gulden. Ein Gulden Indianerschmuck. Indianerschmuck ist halt auch so was, ne? Indianerschmuck, oh Mann. Das ist doch, wo die auf dem Jahrmarkt da so boxen und dann kloppen die sich da und der eine haut ihn und sagt irgendwie Finger weg von dem Indianerschmuck, Junge. Was ist da drin? Was ist das? Milchmolar und eine Notiz. Eine Notiz über den Hersteller einer besonders tödlichen Waffe. Der Salzmorgenstern! Alter, können wir jetzt salzen? Wir haben den Salzstern. Den salzigen Morgen. Für den sind wir gekommen. Den guten Salty Morning. Wer kennt ihn nicht? Einen guten, salziger, guten Morgen. Also, wir im Sandkasten durch, oder? Oder ist noch irgendwas in der Böhrchen? Nee, die Böhrchen haben wir jetzt durch.
Na, irgendwo muss da noch ein bisschen Zahnabrieb sein oder sowas. Ja gut, den einen hast du jetzt gefunden, der war in der Truhe, der Molar. Wie kommen wir jetzt hier am besten raus? Na vorne wieder, oder? Ne, bei der... Bei der blauen Schaufel, ne? Bei der blauen oder, Schaufel? Nee, ganz da hinten raus? Um die Ecke, da. Also da, wo ich jetzt bin, da hinten in der Ecke kommst du auch raus. Da ist so ein Hügel, siehst du den? Oh, warte, ich muss mir aber schnell noch Wasser mitnehmen. Mein Wasser ist alle. Aber ich habe ja hier den guten... Nee, mit der guten Kindernetzhaut, ne? Doktor Alter, Netz. Was geht jetzt ab? Günther Netzhaut? Günther Netzhaut. Ey, das Scrollen muss neu sein, weil ich scroll ab und zu auch aus Versehen, weil ich denke, jetzt kann ich eine Waffe wegscrollen, ja, weißt ja, du? Ja, eben. Es muss neu sein. Das ist mir schon häufiger passiert eigentlich, dass ich gescrollt habe und sich alle... Aber das ist auch... Die Community schreit in diesem Forum nach, wir brauchen hier zum Waffen durchscrollen, warum geht das nicht mit dem Mausrad? Und dann machen sie das Inventar? Was soll denn das? Was ist so... So, jetzt habe ich Wasser. Ich bin jetzt Hühnerknubbel essen, ne? Ja, schön. Und an der Tanke hast du mal Karatsch geholt. Karatschka? Boah, ey, den einen Tag, wo ich von Weihnachten zurückgefahren bin, am 2. Januar oder was, ne? Da war, ich war fast 10 Stunden unterwegs, weil übelst der Stau war überall. Die ganze A7 war zu. Hast du erst mal schön Karatschka geholt. Und dann war ich so früh bei dem einen, dass das McDonald's nicht offen hatte und ich mir dachte, kacke, Alter. Und ich hatte mega Hunger. Ja, schön Karatscha gönnt, ne? Ja, klar. Schönes, leckeres XXL-Karatzer. Die geht gut in hohlen Zahn, ne? Das war gut. Und ich hatte genau für 50 € 1 Cent getankt und das Karatzer kostete 2,99 €. Alter, wie teuer eigentlich so ein Karatzer ist, ne? Ja, eine Raststätte sowieso. Das ist ein Trucker-Karatzer. Das ist ja kein normales. Richtiges Edeltrucker-Karatzer. Ja, eben. Mit Edelkaratzer mit Gold. Mit Goldkäse. Doppelphosphat und so. Doppelphosphat gesprenkelt. Ich hätte schön und gerne doppelt Phosphat gesprenkelt. Jetzt müssen wir wieder ganz zurück zum Zentrifugus, ne? Das richtige Trucker-Meal hatte ich an der Einraststätte auf dem Hinweg. Da hatte ich so eine richtig, so eine große, fette Bockwurst, weißt du, so eine richtig dicke, so ein richtiger Die richtig Apache schön vollgesaugt ist, ja, ja, mit dem ganzen Fett. Die seit 5 Stunden in diesem Wärmehalter, ja, drin hängt. Ja, dann sind die so am besten, dann schmecken die ja, am besten. Die das ist auch, so, ja. Wenn die Pelle auch so leicht kross wird, ne? Die ist auch innerhalb von 30 Sekunden, als ich sie da rausgenommen hatte und kaum hatte ich die Raststätte verlassen, war sie schon leicht schrumpelig. Ja, das ist, so müssen die aber auch sein. Und dann weißt du das ja, auch. Dann schön den guten Löwentütensenf, eine ganze, eine dicke Spur drüber gezogen. Da war ich drin im Game, Alter. Und die bleibt auch nur 4 Minuten im Körper. Das ist ganz interessant. Ja, ja, die bleibt nur 4 Minuten im Körper. Und dann musst du noch einen 5er in den Automat schmeißen und dir eine Travel Pussy kaufen. Vibro-Ei, Alter. Das Vibro-Ei. Immer an jeder roten Ampel schlägt's an. Oh Mann. Das Red Light. Wie geht's jetzt nochmal heim? Ich bin total verwirrt. Wir müssen jetzt zum Schmeckter ins Schloss. Jetzt Schmeckter Castle. Schmeckter. Ja, wir müssen halt auch noch die ganzen Zutaten da finden. Für den Vergrößerungs-, für den Endjunker. Hermann J. Endjunker müssen wir noch füttern. War doch hier, oder? Hier geht's doch irgendwie hoch, da drüben, an der Kante. Ich hab keinen Dandel mehr, wir müssen mal unterwegs. Brauchst du keinen Dandel? Klar brauche ich einen Dandel. Safety Dandel. Sicherheitsregel Nummer 7. Irgendwo war doch hier Dandel. So eine Einkerbung, wo du hochkamst. Aber hier, wir sind ja schon hinten am Tisch, ne? So, ja, ich glaube, es war weiter was. Vorne. Ist halt wieder super dark. Ja, aber dieses ganze fettige, schmierige Zeug von Raststätten ist halt geil, ne? Raststättenkultur. Nein, es ist auch, weil du einfach durch dieses, ne, man denkt immer, Autofahren sei jetzt nicht so anstrengend, weil du sitzt ja im Endeffekt nur, ja, du bist ja, ne, permanent so konzentriert. Ja, ja, eben. Und du bist halt permanent konzentriert. Und du hast dann, das ist wie Schwimmbadpommes halt, ne? Also, du kannst dir dieselben Pommes mit derselben Würzmischung zu Hause machen. Das Chlor macht viel aus, glaube ich, bei der Schwimmbadpommes. Es ist einfach nicht dasselbe. Ne? Durch das Chlor und durch das Wasser hat dein Körper viel Salz, ja, verloren. Der ist ja richtig, ja, hungrig auf so richtig schöne, salzige Fritten. Ja, das ist wie, wenn ich, weißt du, so, wenn ich bei meiner Freundin bin,
und Samstagmorgen oder so und sie sagt, ja, willst du was frühstücken oder so, dann macht die einfach so ein Bagel, weißt du, so zwei Hälften in so einen Toaster, diese Aufback-Bagel-Dinger, ne, bisschen Salami drauf, bisschen Ketchup, bisschen Remoulade, manchmal ein bisschen Salat, bisschen Käse. Ne, wenn ich, das, ich kann das genauso zu Hause selber machen, das schmeckt nicht. Das ja, ist, aber das ist genauso wie... Mach, ist es nicht so geil. Ich gucke mir immer an, wie die Bäckerfrau bei uns hier diese belegten Brötchen macht. Eigentlich ist es voll der Standardkram. Auch so Remoulade, ein bisschen Salat, Salami drauf. Ja, wenn ich selber mache, schmeckt es ja, nicht so. Ich weiß nicht, warum. Oder auch diese bei... Hier gibt's, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Hier gibt es so eine Bäckerkette, Ile heißen die. Nee. Und das ist halt hier so die Standard... Es gibt ja jeder Ort oder jede Stadt hat ja so... so ein Standardbäcker, der dann in jedem größeren Kaufhaus ist der mit drin und ne, in jeder Kaufmeile findest du den und so, so eine, so eine... Oh, Vorsicht, 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 ab hier fange ich an zu brutzeln. So ein Bäckerrepräsentant halt, ne, so und die haben so, das heißt dann Hähnchenfrischer, das ist im Endeffekt einfach, oh Gott, das ist einfach ein Hähnchenschnitzel auf einem Brötchen und mit Salat, ein paar Scheiben Gurke und Remoulade. Ja, das, ja, ich weiß. Wenn ich mir das jetzt zu Hause für die Arbeit mache, so, und das auf der Arbeit dann in der Mittagspause esse, schmeckt das nicht so. Irgendwie, nee, du musst das Brötchen, glaube ich, auch kühlen. Ne, so, das Brötchen muss mit in der Kühlung liegen und braucht so ein bisschen Zeit, um die Zutaten, die auf sich drauf sind, zu adaptieren. Das ist wie, wenn du Rührei-Brötchen machst. Du kannst jetzt Rührei auf ein Brötchen machen. Oh, die Spinne ist mit hochgekommen. Echt jetzt? Oh mein Gott, ja. Ich bin fast tot. Ja, geil, das Gift jetzt, ich bin RIP. Oh nein, mein Spawnpunkt ist hinten. Hast du noch eine Heilung? Ja, eine noch, warte, bleib stehen. Ich muss rennen, Dude. Ja, wir muss rennen. Loswerden. Weil das Gift zwickt ja noch nach. Wenn er mich noch einmal trifft, bin ich RIP. Durch das Gift dann. Ist sie weg? Okay, ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, klar, das sind wahrscheinlich super viele Faktoren dahinter. Rührei-Brötchen, wenn du ein Rührei-Brötchen nimmst... Das muss jetzt ziehen und sich ins Brötchen reinsaugen und kalt werden. Genau. Du musst das Brötchen nehmen, also es machen, frisch, und dann in Alufolie einwickeln und erstmal noch so 10, 20 Minuten ziehen lassen. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Das ist nicht schlimm. Ja, sowas muss richtig schön ins Brötchen sich reinsaugen. Ja, ansonsten schmeckt es irgendwie nicht. Oder vielleicht ist halt auch wirklich die Macht, dass es jemand anderes macht. So einfach, keine Ahnung. Ja. Das ist wie geklaute Sachen schmecken auch besser. Wenn du beim Nachbar aus dem Garten... Nee, es ist so. Wenn du beim Nachbar aus dem Garten dieselben Himbeeren stripitzelst, schmecken die aus irgendeinem Grund besser, weil sie irgendwie geklaut sind. Ja. Das ist einfach diese Magie. Wo gehen wir jetzt hin? Und zu unserer Basis da oben bei dem Zentrifugen-Apparillo. Dann müssen wir nochmal zur Burg, weil wir da auch noch nicht drin waren. Bei Castle Schmeiskal. Herschel Gayskal. Herschel Gaystall, ja. Herschels Gaystall, da müssen wir rein, genau. Klingt, als wird eine richtig gute Party steigen. Die machen Partys, sag ich, und die haben echt geile Longdrinks. Ich höre immer so Wummern aus dem Gebäude. Klingt, als würde jemand Pressluft hämmern. Castle Gaystall. Castle Greyknall, da dürfen nur die Alten rein. Die nur mit den Dritten darf man rein. Aber oh, könntest du schon rein, ne? Könnte ich rein, du. Ne, Dritte habe ich noch nicht. Noch ist immer noch ein bisschen Restzahn da. Ja, eben. Die schmieren also immer so nur neue Paste drauf. So ein Stumpf, so ein scharfer Stumpf, so, der, mit dem kann man noch kauen. Aber ohne Munddusche geht da nichts, so, sonst hast du abends immer Zahnschmerzen. Na klar, brauchst du ja immer eine Mauldusche. Mauldusche. Ganz angenehm eigentlich. Ich bin so ein Zahnseitenklassiker. Was ich richtig ekelhaft finde, das macht meine Freundin immer Nasenduschen. Bah! Boah, ne, das ist unangenehm. Das ist so ekelhaft. Oh, nö, da ist dann alles weg. Wenn du eine Nasendusche machst, hast du deinen Schnupfen in 2 Tagen los. Dann sage ich, nee, aber halte ich lieber eine Woche, als mir die Salzspülung da rein zu ballern. Bah. Das machst du ja in die Nase rein, machst den Mund dann so auf. Das kommt dann oben aus der Rachenhöhle raus. Nasenloch oder... Ja. Pervers. Krank. Absolut geisteskrank. Schön mit dem hier, wie heißt denn das nochmal, diese...
Ach, wie heißt die? Ganz berühmte Firma hier, die auch hier dieses Magensalz da oder Zeug. Ach, Ulrich. Ulrich, Alter. Dem Ulrich sein Ulrich im Mund. Hier oben ist kein Bett. Wie sollen wir kein Bett haben? Keine Ahnung. Walla, nix Bett. Walla. Walla billa, Bett geklaut. Ameise kam, hat reingesteuert. Ja, wahrscheinlich. Hat gesagt, Ameise. Komm, Drachen. Tja, das ist jetzt gar nicht fein. Ja, du musst jetzt da oben auf dem Mixer müssen wir halt klettern und gucken, what we need. Für die Zentrifuge, weißt du noch? So, ja, ja. Wie sind wir denn da hier? Ha, die Seilrutsche ging runter, aber wie sind wir hoch? Übers Kabel, ne? Ja, ich denke mal über Kabeljau. Über den Don der Esther Kabeljau. Schön über die Kabeljau. Ja, und da müssen wir dann halt verschiedene Intrigenzien wie Fußnägel und Schmalz und sowas alles. Und, ja. Und dann müssen wir da noch irgendwas eintippen. Aber müssen wir da nicht erst zu Christoburg? Na klar, wir müssen erstmal noch zu Christoburg. Aber die Folge ist jetzt auch wieder Christo rum. Das ist nicht gut. Wie sind wir denn da hoch damals über das Seil? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, oder? Sieht zumindest aus, als würde es uns führen. Führe mich, Seil! Du warst ja gar nicht ganz oben. Nee, nee, nur du warst ganz oben. Du warst ja unten bei den Brussels Sprouts. Ich hab mich Brazilians gesprusselt. Hier ist der Blendomatic. Warte, ich schau nochmal eben rein und mach mal Feierabend hier. Ja, hier ist irgendwie ein Glibber. Hier geht's noch höher. Ih, was ist das? Kann man das abarbeiten? Hier ist das, weil das Loch ist ganz schön schleimig. Ja, hier ist das Glubschloch. Heuschuppen, Bärenleder, Zehennagel und gegrillte Wissenschaft. Das haben wir ja. Kaugummistückchen brauchen wir auch. Ja, wir haben viele Dinge, die wir gar nicht mehr haben. Ja. Also müssen wir nach Keuschuppen tauchen. Guck mal, hier ist wieder so ein Symbol. Siehst du es? Da über deinem Leben. Was ist das denn? So ein Beutel? Crack oder sowas? Ein Sack voll Nüsse. Keine Ahnung. Stimmt, der Beidel. Ja. Da müssen wir, so ja, dann müssen wir einiges besorgen. Müssen wir so eine Paste draus machen und die müssen wir dann da oben reinschieben. Und dann passiert irgendwas. Was krasses wohl, habe ich gehört. Was sehr, sehr krasses. Machen wir auf jeden Fall mal einen Screenshot davon. Das ist nicht immer... Ja, Keuschuppen und sowas. Uff, das dauert. So, Friends, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschö! Ding, ding.